Ja, ich freue mich, Ihnen die Haushaltsbücher einer Salzburger Kaufmannsfamilie aus dem 18. Jahrhundert vorstellen zu können. Sie enthalten 21.000 Einträge in Kurrentschrift. Jetzt werden Sie zu Recht fragen, warum sollte man sich das antun? Die Einträge sind teilweise schwer lesbar und manchmal kommen eben auch seltsame Begriffe vor. Sie kennen natürlich die Königin der Nacht, aber wer ist eigentlich der Nachtkönig? Und dann liest sich die Auflistung der Zahlen manchmal so spannend wie im Telefonbuch. Das Ganze ist also zunächst eher abschreckend und langweilig. Ja, vielleicht das, was Sie mitunter auch von den Historikern erwarten. Aber Haushaltsbücher haben trotz allem etwas Faszinierendes. Goethes Vater zum Beispiel hat über 30 Jahre ein Haushaltsbuch geführt, übrigens auf Lateinisch, um sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Aber genau das ist eigentlich unser Job. Wir wollen den Leuten in die Karten schauen. Vornehmer gesagt, wir wollen Einblick nehmen, Einblick in die Zeit, Einblick in die Lebensweise. Aber was können wir eigentlich erfahren, außer dass wir wissen, wie viel ein Klafter Holz oder ein Emmer Bier gekostet hat? Also es geht um die Ausgaben einer gut betuchten Kaufmannsfamilie und Franz Anton, der die Haushaltsbücher 1733 begonnen hat. Er war dreimal verheiratet. In erster Ehe wurden 6 Kinder geboren, in dritter Ehe waren es 9. Mehrere starben im Kindesalter. 1755 heiratete Franz Anton die 25 Jahre jüngere Maria Theresia und zur Hochzeit komponierte Leopold Mozart 12 Menuetti, die im Haushaltsbuch notiert werden. Wir hören sie. Beziehungsweise wir hören das erste Menuett. Uns interessiert also vor allem das private Leben. Bei den meisten Einträgen geht es um das Essen und das Trinken. Da geht es von der sogenannten Hausnotdurft, das ist nicht das, was Sie meinen, bis hin zu den Austern, die aus Venedig kommen. Oder da werden auch mal 5000 Schnecken verzeichnet, Limoni, Pomeranzen, Kaffee und Schokolade. Es finden sich Einträge natürlich zu den Löhnen oder den Neujahrsgeschenken der Dienstboten oder des Hauspersonals, für die Köchin und das Kuchelmensch oder auch das sogenannte Untermensch. Es ist auch ein großes Haus am Alten Markt mit zahlreichen Wohnungen, in denen illustre Persönlichkeiten wohnten. Als Wolf André von Lasser das Mietverhältnis beendet, schreibt Franz Anton Spengler in seinem Büchlein und ist Gottlob ausgezogen. Später wohnt im Haus auch der Hofgeiger Ferrari, an dem Leopold Mozart kein gutes Haar lässt. Apropos gutes Haar, natürlich kommen auch die Perückenmacher zum Akkommodieren ins Haus, ebenso wie die Haubenhefterin und andere. Ich habe meine Perücke draußen gelassen, das geht irgendwie mit dem Mikrofon nicht zusammen. Ja, doch wer ist jetzt eigentlich der Nachtkönig? Das ist Philipp Esterer, der in den Wintermonaten und eben nachts die Grube räumte. Da heißt es, vor verrichtete Arbeit und manchmal auch präziser für Räumung der Kloaka. Ja, für das Zahnreißen und den Aderlass werden die Chirurgie bezahlt. Und es klingt recht brachial, wenn wir lesen, der Anna Kätel ihren Zahn herauszureißen oder für vielfältiges Zahnbrechen. Wegen der Krankheiten kamen die Ärzte ins Haus und wurden honoriert, wegen der gequetschten Zehen oder der hitzigen Krankheit bis hin zu den gefährlichen Blattern oder Pocken, die manches schöne Gesicht entstellten. Die Einläufe mit
Glycerin und natürlich auch die Abführmittel waren beliebt. Leopold Mozart war ja geradezu ein Verfechter der Methode, den Kopf durch den Arsch zu kurieren. Einige Kinder sind schon früh gestorben, doch Ferdinand Maximilian stürzte 1763 die Treppe hinab, wohl nach erheblichem Alkoholgenuss. Den ältesten Sohn, Seperl, hatte Franz Anton schon 1750 wegen seiner vielfältigen strafbaren Aufführung und beständig fortbezeigtem Ungehorsam aus dem Haus gejagt. Seperl ging in militärische Dienste und brachte zunächst einmal das mütterliche Erbe durch. Er habe es liederlicherweise in Spielen, Saufen und anderen sündhaften Ausschweifungen verschwendet. Noch kurz vor seinem Tod setzt ihn der Vater deshalb verbittert auf den Pflichtteil, indem seine vorige Aufführung beweise, dass ihm nichts anzuvertrauen sei und dass er nicht mehr der Familie zur Schand und Last fallen solle. Ja, wir sind schon gefragt worden, ist das Buddenbrooks in Salzburg? Aber bleiben wir auf dem Teppich. Aber hinter den 21.000 Einträgen steht tatsächlich eine spannende Familiengeschichte. Also nach der Sisyphusarbeit wissen wir eben doch einiges. Ob es sich gelohnt hat, müssen andere entscheiden. Danke Ihnen.